Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, euer kurz vom verrecken Fox. Nein, ich will die Signalboje da stehen lassen. This is a recorded message. If you can hear this, you're trespassing. If you know it's good for you, you'll get the hell out of here. Ist warm. Schwefel. Bin im warmen Schwefel. Warum? Ich bin Schwefelbad. Okay, Schwefelbad hält mich warm. Ich mag das. Gut für die Haut. Meine Frittierlinien. Sehr schön. Hauptsache, hier ist ein komplettes Land. Regne ich leben? 26. 27 nicht so. Ja, ich sollte vielleicht noch nicht so auf Harterkundungstour gehen, oder sollte ich? Ich sollte, glaube ich, vielleicht erst einfach mal zum Turm gehen, oder? Bevor ich anfange, den Rest-Shit da zu erkunden. Sind wir uns einig? Hier so, guck mal da. Das sind so Sachen, an die ich mich, glaube ich, halten sollte. Ja, halt mich mal ein bisschen warm. Also ich verstehe noch nicht, wie diese Tiere sich ernähren. Du kannst ja direkt eine Thermaltherme bauen. Nice. Schwefel soll gut für Knochen sein, aber bitte nicht einnehmen. Guck mal, wie töten die? Also, das hier ist die Infrarotlampe der Natur. Wie tötet es? Indem ich dich warm halte? Eine Leiter. Ich mag den Schnee. Oh, gut gemacht. Die Sicht ist zwar scheiße, aber der Schnee ist super. Mag Schnee generell. Großer Fan davon. 10 von 10. Korbpilz. Fühl ich. Hab viele Körbe in meinem Leben bekommen. So, what the fuck? Was ist der richtige Weg? Ich habe mir natürlich keine Taschenlampe gebaut, weil, obvious, wofür brauche ich Taschenlampen? Gehe ich den richtigen Weg oder werde ich sterben? Wir werden es nie erfahren. Hätte Slicey eine Taschenlampe mitnehmen sollen? Ja. Ist das Schwefel? Nice! Oh fuck, ich hätte es scannen sollen. Hufeisennuss. Kann ich die essen? Wo ist die Hufeisennuss? Ja. Gesundheit plus 10. Hallo, mein neuer bester Freund. Ich mag dich. Kann ich? Aber hallo. Ich hätte ganz bitte Inventar voll. Ich hätte gern bitte ein großes davon. Oh, 100%. Nice. Oh, ich sollte scannen. Bevor ich es komplett auseinandernehme. Oha, kein Alert. Wovon? Moin, Thomas. Die ganzen Schmotten, die von Geräuschen angezogen gebrutzelt werden. Das ist eine gute Idee, Bonker Brother. So könnte das Tier tatsächlich töten. Es könnte Objekte einfach töten. Ist dein Alert kaputt? Nee, was hast du denn gemacht? Also hier steht nicht, dass du irgendwas getan hast. Daher muss ich die Frage mit Nein beantworten. Okay, ich bin nicht sicher, ob ich richtig bin, aber meine Antwort lautet ja, bin ich. Abonniert, dann hat Twitch noch nichts gemacht. Also Twitch sagt mir noch nicht, ey, da hat dich jemand abonniert. Aber wenn du es getan hast, vielen lieben Dank dafür. Das ist Schwefel, so, das können wir jetzt scannen. Ja, kann, wenn Twitch das noch nicht durchschickt, hat er gerade Verzögerung. Tut mir schrecklich leid. Dankeschön dafür. Ah, Schwefel, ich werde sowas von Schwefel mitnehmen. Ein Jahr zieht sich durch, habe ich gesagt. Also für ein Jahr gibt es sogar einen Sonderalert. Also vielleicht springt der gleich noch an. Ich meine, im Metall... Okay, den Scanner habe ich schon. Und viel wichtiger, sehe ich gerade. Ich habe hier ein PDA. Ich habe gerade ein bisschen Sorge, dass ich gleich nicht genug habe. An Batterien. Um den ganzen Kram hier zu versorgen. Es ist auf jeden Fall sehr
thermisch aktiv, die Quelle hier. Was ich mich jetzt nur frage, ob ich den Weg richtig rauf oder runter gehe, ne? Inventar ist voll. Na, nice. Thomas, ich gehe davon aus, dass gleich der Alert irgendwann nochmal anschlagen wird. Ganz ehrlich, scheiß auf Titan. Oder? Haben wir genug. Lass das Titan runterrollen. Brauchen wir nicht. Wir nehmen nur den guten Stoff auf. Titan. Ja. Nochmal haben wir keine Plastahlbarren. Kupfer. Kupfer ist nice. Stop right there, Altera. You're out of bounds. Hallo, Bioshock. With Altera. Then your position is doubly precarious. What do you mean? If you're telling the truth, you're out of your mind. If you're lying, there'll be hell to pay. Wait! Who are you? Stay off my land. Hi! Ja. The woman so. In the exosuit has been traced as far as my technology will allow. It would appear I'm far less alone on this planet than I had anticipated. Ja, wir sind irgendwie. Signal location uploaded to PDA. Welches Signal hast du ans PDA geschickt, bitte? Kann ich da rein? Es ist kalt. Konstruktionswerkzeug. Jetzt sag nicht da drin, es ist auch kalt. Okay, ist es nicht so. Oh, ich kann es separat schließen. Nice. Das war gerade nur ein Shit-Test. Aha. Oh mein Gott. Es ist eine Mini-Basis, so wie ich sie kenne. Energietransmitter. Wie im ersten Teil. Das ist die Karte. Ich habe eine Karte? Oh, Jesus. Bitte, bitte, bitte. Habe ich nämlich eine Karte? Signalmanager, Bilder. Okay, wo ist was? Ich glaube, ich könnte hier sein. Kann das sein? Labor Omega. Biologische Vorstellung. Omega ist das Zeichen. Nee, doch, oder? Omega? Materialhub? Das wird lustig. A map will come in handy. I should be able to find my way to Phi Robotics, where Sam worked. An der Stelle hat's den Bug gehabt? Ah ja, gut zu wissen. Ich konnte eben gerade was scannen. Ach, der Mehrzweckraum. Endlich kann ich Sachen bauen. Holy shit, endlich eine Base. Endlich eine Base. Schrank scanne ich. Fragment einer Jukebox? Sweet. Ich bin auch recht sicher, dass das Omega war. Ja, neuer Bauplan. New blueprint synthesized. Hochgefiltertes Wasser. Einzelmaterial. Oh mein Gott, ich werde wieder eine ganze Basis bauen. Kaffeeautomat, kann ich den anschmeißen? Leider nicht, okay. Stühle habe ich, Glastisch, alles. Es wird alles gescannt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. For the last time, I'm not cheating. Then what's your theory? What's going on? If you ask me, Zeta's been blinking a lot. I think it's a tell. He does have a point there. It's allergies. Allergies? Oh, is something in bloom in this frozen sector? Thermal lilies, and if you gang up on me, I swear you're all fired. You're not even my boss. Oh, you're all so gullible. You're fighting each other. Meanwhile, look at Pavan. Just look at him. What am I doing? I'm not doing anything. Let's just take this to a vote. All those who think Zeta's allergies are a bad case of alienitis, say intruder. 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 Danny? Oh, I'm just an observer here. Daniel, I'm going to use my pass. Is there some kind of scientist conspiracy going on here? Zeta, Sam, Danielle, you three are suddenly very aligned. Or, like I said, Parvin is cheating. I'm starting to wish I was cheating. Wir haben so viele Texte hier, ne? Just saying. Also hier ist ja auch noch was, ne? Das ist hier eine aufgezeichnete Unterhaltung. Die können wir uns I'm auch telling you, Sammy, you see some weird things when you spend half your day in a sea truck. More vandalism? Was it the sea monkeys again?
I don't think so. This is anscheinend Sam. I can't shake the feeling. This planet is cursed. There's no such thing as a curse. Yeah, you're probably right. That's nothing. You wouldn't want to hear about it anyway. Just a huge creature frozen in ice. What? Where? In a cave, not far from your lab. And here's the extra weird part. As soon as I called it in, wir finden ein eingefrorenes Tier. Don't want anyone going in there. But nice. Why? Sammy, I'm no biologist, but I think there was something wrong with it. Its skin just seemed off. Alien. An alien on planet 4546B. No. I'm serious, Sam. Something ain't right. Wish I could show you, but I can't get back in there. You can't. But I might know how to. Whatever you're thinking, we never had this conversation. Ihr seht, ne, man kann hier die ganze, man, es ist ganz schön, man kann hier so alles einmal durchgehen und schauen, wo was Neues ist. So hier, Überlebenshandbuch, starke Winde können schnell unter Kühlung führen. So, das haben sie ganz cool gemacht, die kann man sich auf jeden Fall erstmal durchschauen. So sweet. Und ja, kann man auf jeden Fall sehr erfreuen, indem man mir Baupläne gibt, denn ich fand tatsächlich das Baufeature, oh nice! Namensschilder. Großartig in Subnautica. Basis bauen, aber so gut ist. Oh mein Gott, ein Bett. Vorhänge? Vorhänge? Es gab keine Vorhänge im ersten Teil. Ich will Vorhänge haben. Jeremiah's Bett. Auch ein Bett scanne ich. Puss einsammeln. Aber hallo. Boah, ich werde den Laden so weglooten. Der Laden wird hart geradet von mir. Wir fressen Brühweisennüsse. Und was das nicht viel, aber ey, ist besser als gar nichts. Communications Tower Maintenance Log. Oh, Jeremiah, sieht ein bisschen creepy aus. Another slight by the winged Furies. Was sind die Geflügelten Furien? As usual, I got an interference alert. As usual, I went out to see what the problem was. As usual, it was frozen stalagmites of feathered bird excrement. I fear the career impact of saying this officially. If you can even call what I have a career. But I could swear they're targeting me personally. The week I was out with the flu, I came back to find the tower spotless. Parvin laughed at me when I asked him how he cleaned it. Silly me. As if Parvin would ever clean anything. There's nothing left for me to do but quit. But I know that's what the birds want. Aber guckt euch Jeremiah an, der ist schon ein bisschen cool. Oh, and I got the tower up and running. Maintenance complete. Okay, also die Pinguine scheißen uns anscheinend permanent den Sendemast zu. Nice. Rischlohl nehme ich auch mit. Die Nacht durchzocken heute? Nee, leider nicht. Okay, beschädigt die Modifizierungsstation. Die war auch so gut. Endlich bessere Tauchflasche. Wisst ihr? Dafür ist das Ding da. Zeichnung einsammeln. Rasierset öffnen. Klar, ich nehme auch Rasiersets mit. Easy. Töte die Pinguine? Ich bin noch nicht so sicher. Jenny, you wouldn't believe the adventure I'm having. It's just like when we were kids and we used to play underwater city. Only sea monsters aren't pretend and I don't need to hide behind you when one swims by. Big Daddy. Because I'm safe in my sea truck. Safe and very, very brave. Please tell Dad for me. Thanks so much for the mustache kit, by the way. Be honest, I wasn't sure if it was a gag gift at first. Personal grooming is something of a challenge here, and as you know, I'm a pretty low-maintenance guy to begin with. But you'd be surprised how handy mustache wax is in an emergency. There have been some close scrapes. For a while there, someone was sabotaging my truck, and I thought I was seeing things. But my friend Sam helped me sort it out. Although, she's had some troubles of her own lately. To be honest, I get a little worried out here sometimes. But I guess that's normal, under the circumstances. Gotta expect a little risk, right? I should be happy. I have great friends and a good paycheck. Anyway, love you, Jenny, and Dad. Please find a way to tell him that he won't find embarrassing. And don't worry, I'm looking for the perfect fish to bring back as a gift. Your favorite! Ich mag das schon, also storytechnisch ist an diesem Spiel auf jeden Fall mehr zu nehmen. Man sieht auch mal Gesichter von anderen Leuten. Das haben sie auf jeden Fall schon mal cool gemacht. Let's Bet, ja, das kenne ich auch. Ich würde alles mitnehmen. Ich will die Vorhänge haben. Habe ich noch Platz im Inventar? Oh, nice, habe ich sogar noch. Das
Das war, der Ausflug war jetzt schon mega gut. Ach nö, ist schon wieder vorbei. Ach so, hier kann ich die Leute. Ah. IT, Kurier und Wartungsgeneral. Alter, dein Grinsen macht mich dieses creepy hoch 10. Ja, ich bin mal gleich gespannt, wenn ich rausgehe. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.